Herzlich willkommen bei About the Mind. Heute sprechen wir mit Alexander Poray. Er ist Zen-Meister am Benediktushof. Und mit ihm sprechen wir über Meditation und Achtsamkeit, also die Begriffe. Was bedeutet das überhaupt? Meditation schauen wir uns dann nochmal genauer an. Was ist der Kontext? Welche Arten gibt es? In welchen Traditionen gibt es Meditation? Und in diesem Gespräch wird etwas klarer, dass Meditation nicht nur eine Sache ist, sondern ganz, ganz viel Verschiedenes sein kann. Darüber, im Speziellen über Zen-Meditation und seinen Weg zum Zen-Meister, haben wir mit ihm gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Bevor wir in das eigentliche Gespräch starten, fände ich es schön, wenn du dich für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz vorstellen könntest. Mein Name ist Alexander Poray. Ich arbeite derzeit in der Funktion des Zen-Meisters auf dem Benediktushof in Holzkirchen. Das ist ein Zentrum für Achtsamkeit und Meditation. Und gleichzeitig bin ich hier in der Leitung des Hauses und ich bin auch in diversen Stiftungen tätig, die wir mit unserem Gründer auch der Zen-Linie, Williges Jäger, ins Leben gerufen haben. Also in der Stiftung Westöstliche Weisheit, die hier in Deutschland tätig ist, in einer ähnlichen Stiftung in Spanien und einer ähnlichen auch in Polen, die die Thematik der Begegnung der Weisheitslehren von Ost und West natürlich entsprechend vertieft und auch zusammenbringt. Und sonst bin ich auch tätig, auch ein bisschen beratend für Personen, Einzelpersonen auch, im Zusammenhang der Persönlichkeitsentwicklung und auch ein bisschen Organisationsarbeit in verschiedenen Unternehmen. Dankeschön. Du beschäftigst dich, wie du schon auch beschrieben hast, sehr viel mit Themen wie Meditation und Achtsamkeit, sogar eben leitend in verschiedenen Positionen. Kennst dich also recht gut aus mit dem jeweiligen Thema. Für uns wäre es interessant, wenn wir uns diese Begriffe, die sehr viel verwendet werden, auch heutzutage sehr, inflationär verwendet werden, wenn wir uns die Begriffe mal genauer anschauen. Also einmal genauer anschauen, was ist überhaupt Meditation und was ist überhaupt Achtsamkeit, da das vielleicht gar nicht so klar ist. Und da du dich damit ganz gut auskennst, wäre das vielleicht keine schlechte Idee, wenn du deinen Blick auf die beiden Begriffe einmal darstellen könntest. Ja, in der Tat ist es so, dass Begriffe natürlich heute inflationär gebraucht werden und vor allem sie täuschen Wissen vor. Das heißt, wenn ich zu dir sage, ich meditiere und du sagst, ich auch, dann haben wir den Eindruck, wir täten das Gleiche. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir überhaupt nicht das Gleiche tun, ist sehr, sehr, sehr groß. Und zwar deswegen, weil das Wort Meditation überhaupt nicht mehr ein Terminus technicus ist. Es ist zu weit gefasst. Es wäre im Vergleich zu sagen, das Wort Meditation ist ungefähr so wie das Wort Flüssigkeit. Also es ist zwar nicht falsch, aber darunter kann man hunderte, tausende verschiedenster Erscheinungen sehen und ausfindig machen, die zum Teil gänzlich andere Wirkungen haben. Und so auch im Wort Meditation. Das heißt, wir müssen, ob wir es wollen oder nicht, wenn wir meditieren wollen, dann, oder jemand das gerne tun würde, dann muss er sich die kleine Arbeit machen, ich sage in Anführungsstrichen kleine, ganz genau zu gucken, erstens, was darunter zu verstehen ist, in der Gruppierung, in der Weltanschauungsgruppe, zu der er sich begibt, oder was er selber oder sie selber darunter verstehen. Und dann natürlich das Ganze genau ein bisschen überprüfen mit den Erwartungen und den Wahrscheinlichkeiten, die sich damit ergeben. Also, das ist jetzt allgemein gesagt. Insbesondere bisschen können wir heute behaupten, dass das Wort Meditation im Unterschied zu der alten Verwendung, es kommt aus dem Christlichen, wo Oratio, Meditatio, Contemplatio, also drei Gebetsstufen waren, also das ist im christlichen Kontext ein bisschen anders, aber heute verwendet man das Wort Meditation vor allem dann, wenn man in einen nicht ganz rationalen oder nicht mehr rationalen Zustand einer größeren Unmittelbarkeit gelangen möchte. Das wäre vielleicht so ein kleiner gemeinsamer Nenner. Jetzt aber ist es dann ganz wichtig zu gucken,
in die Unmittelbarkeit des Erfahrens. Also das Wort Meditation hat auch etwas mit Erfahrung zu tun in den Köpfen von uns. Also wenn ich meditiere, möchte ich etwas Unmittelbares erfahren. Wenn ich an etwas glaube, dann habe ich das zwar begrifflich im Kopf, aber ich habe noch die Erfahrung nicht. Das heißt, in dem Kontext verspricht Meditation eine Art von unmittelbarer Erfahrung vom Kontext des Geglaubten. Das heißt, wenn ich im Christlichen meditiere, dann erhoffe ich mir irgendeine Annäherung, und zwar eine mehr existenzielle Annäherung an Gott. Wenn ich im buddhistischen Kontext meditiere, dann ist das der Weg in die Einsicht, also in die lebendige Einsicht, in die Beschaffenheit der Wirklichkeit und so weiter. Das heißt, das Wort Meditation könnte je nach Kontext ganz, und bedeutet auch je nach Kontext ganz unterschiedliches. Denn ob der christliche, jüdische oder muslimische Gott identisch ist mit dem Wirklichkeitsverständnis von diversen buddhistischen Schulen, das sei sehr, sehr, sehr dahingestellt. Nichtsdestoweniger werden heute in vielen dieser Communities Worte oder die gleichen Worte verwendet für eine Haltung, die vermutlich ganz, 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 ganz unterschiedlich ist, und zwar von dem Ansatz, nicht nur vom Ergebnis. Also von daher, wie gesagt, das ist so viel zum Thema Meditation oder dem Wort Meditation, dass wir da genau schauen müssen. Das andere ist das Wort Achtsamkeit. Nun haben wir jetzt ein Wort, das natürlich sehr stark aus dem Östlichen kommt. Wiewohl das Wort Achtsamkeit, also aus meiner persönlichen Erfahrung, nicht ganz glücklich gewählt ist. Das Wort Achtsamkeit, da kommt gleich Achtung, Achtung, und vor allem in der deutschen Sprache, dann hast du gleich einen erhobenen Zeigefinger. Und früher war die ganze Erziehung, das war eine erzieherische Peitsche mit dem Wort, wärst du nur achtsam dann. So, das heißt, wir haben immer noch im Kopf, und viele Ältere vor allem, sehr stark im Kopf, dieses Achtsamkeit ist eine stärkere Form der Konzentrierung, damit es richtig wird. Und so gesehen hat dieses Wort auch wirklich körperlich gesehen eine Karriere gemacht von einem erhobenen Zeigefinger zu einem spirituellen Kontext, ohne dass die betroffenen Personen oft dieses auch irgendwie anders von ihrer Persönlichkeitsresonanz haben anders verkörpern gelernt. Und deswegen halte ich das Wort, also wie gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung mit diesem Wort, dieses Wort wird wie eine Keule heute gebraucht. Ich habe vor kurzem ein Treffen gehabt mit Paaren. Wir haben so verschiedene Übungen gemacht. Und es war ganz interessant, weil ich sage jetzt mal, vor einigen Zeiten oder in anderen Gesellschaften würden sich die Paare aneinander vielleicht verschiedene, in Anführungsstrichen, Vergehen werfen. Ja, du hast mich verraten oder du hast dich oder jenes gemacht. Dann sagt plötzlich einer zum anderen, du warst nicht achtsam mit mir. Aber der Ton, versteht ihr, das war genau so, als wäre sie oder er jetzt fremdgegangen oder sonst was innerhalb der Vereinbarung, wenn man es nicht tun soll. Das heißt, plötzlich ist es auch wiederum zu einer Verhaltenskeule geworden. Man soll es sein, es ist gut. Nun aber, die Erfahrung zeigt, wenn man ein bisschen nachfragt, was soll das denn sein mit dieser Achtsamkeit, dann wird es dünner und dünner. Und fragst du zwei, dreimal nacheinander, dann wird das Eis sehr dünn. Denn was ist denn der Unterschied zwischen Achtsamkeit und beispielsweise einer Konzentration? Und ist eine Konzentration eine mentale Konzentration? Ist eine Konzentration eine Wahrnehmungskonzentration? Kann man das voneinander trennen? Und so weiter und so fort. Das heißt, worin besteht denn, bitteschön, wirklich die Haltung der Achtsamkeit? Ist Achtsamkeit ohne kognitives Wissen überhaupt möglich? Wenn ich etwas beachten muss, muss ich das ja zumindest schon mal in der Vorstellung haben, sonst wüsste ich nicht, was ich da tun soll und auf was ich mich denn beziehen sollte mit meiner sogenannten Achtsamkeit. Ist Achtsamkeit eben eine Fähigkeit des Bewusstseins oder ist das Bewusstseins etwas, was die Achtsamkeit noch mal weit übersteigen würde? Aber wie ihr seht, das müsste man ein bisschen, ich will nicht sagen sauberer definieren, weil auf Begriffe kann man sich einigen, aber zumindest die Einladung gilt uns allen, endlich mal ein bisschen genauer hinzuschauen, bevor man irgendwas macht. Weil die Begriffe, wie gesagt, wie ihr vielleicht langsam spürt, die sind alle zwar nicht falsch, aber die sind kulturell geliehen und aus Kontexten herausgezogen und in neuere hereingebracht worden, wo sie vielleicht noch nicht ganz zu Hause sind.
Und es ergibt sich daraus eine ganze Reihe von Missverständnissen. Von richtig und falsch vor allem. Also wenn ich achtsam wäre, dann würde ich alles richtig machen, beispielsweise. Ich habe letztens in unserem Zentrum, bin ich irgendwo zu spät gewesen und dann bin ich von einem Gebäude ins andere gelaufen. Und da steht eine Dame und sagt zu mir, dass ein Zen-Meister rennt. Das ist doch unglaublich. Wie soll das denn mit Achtsamkeit zusammengehen? Es ist nicht uninteressant. Die Kontexte, richtig, falsch, Achtsamkeit, langsam und schnell, werden ja alle irgendwie zusammengebracht. Das heißt, achtsam heißt langsam. Langsam ist dann richtig, schnell ist falsch. Und das Ganze ist spirituell. Von daher ist es zum Teil putzig, zum Teil tragikomisch, aber das ist ein von tausenden von Beispielen. Wenn man manchmal auch so in den Achtsamkeitskursen was macht, dann versucht jemand ganz achtsam Tee zu trinken und wenn man Zeit hat, kann man das ja eine halbe Stunde machen. Achtsam heißt aber nicht langsam, beispielsweise. Und so weiter und so fort. Deswegen die Einladung auch hier, genauer hinzuschauen und sich nicht den Mainstreams hinzugeben, meinend zu wissen, es sei alles klar, wir sind nur diejenigen, die das jetzt nur noch ein bisschen praktizieren würden und wenn wir es tun, dann wird die Welt nur noch besser und so weiter und so fort. Also so viel zu diesen zwei Begriffen erstmal. Ja, voll spannend. Philipp, ich weiß, du willst eine Frage stellen, aber ich wollte dir auf jeden Fall zugeben, ist mir tatsächlich was Ähnliches passiert und ich bin eine sehr, also aufgebrachter Mensch. Ich bin sehr, also ich bin schnell eher und manchmal sehr chaotisch. Und dann, es ist so lustig, weil manchmal sagen jemand, der mich kennt, aber du willst doch Achtsamkeit verkörpern, als ob, und dann könnte ich sagen, oh, ich könnte nicht irgendwie das Gegenteil sagen. Ja, stimmt, aber weil jetzt alle, viele von meinen Freunden oder in meinem Kreis oder jetzt die Welt so Achtsamkeit wahrnimmt, dass man einfach sehr fokussiert sein soll immer und wie du sagst, langsam sein soll, und das ist dann Achtsamkeit. Dann kannst du es verkörpern, nur wenn du eben so bist, und das habe ich mir nicht getraut, irgendwas dagegen zu sagen, weil eben alle anderen genauso denken und ich wäre praktisch der Querdenker und ich habe mir nicht getraut, irgendwie den sozusagen in den Widersprechen. Und das war sehr interessant, weil ich habe auch ähnliche Erfahrungen und ich hatte so eine Art von Peer Pressure gefühlt, und dass ich darf das jetzt nicht so schnell sein und ich darf jetzt nicht mal chaotisch sein als Mensch. Ja, danke, das war sehr interessant. Wolltest du was fragen? Dann frage ich. Ja, auch zur Achtsamkeit, weil du am Anfang, als du über Achtsamkeit gesprochen hast, meintest du, dass das unglücklich gewählt ist, der Begriff. Hättest du einen Vorschlag, wie man, also welcher, was für ein Begriff praktisch besser gewesen wäre oder wie man... Was heißt hier besser? Ich sag's jetzt mal, besser scheint mir ein Wort zu finden, immer wieder Worte zu finden, die nach Möglichkeit nicht alte Kontexte, also wo man sich nicht alte Kontexte entledigen muss. Verstehst du? Weil das ist die bestimmten, also alle Worte sind natürlich kontextuell. Es gibt, Sprache ist ja eine kontextuelle Wirklichkeit. Aber trotzdem, es gibt Begriffe, die sind mehr oder minder belastet. Kontextuell belastet. Und das Wort Achtsamkeit, meiner Meinung nach, ist erzieherisch ziemlich stark belastet. Deswegen wäre ich ein bisschen einfach vorsichtig damit. Also die Engländer haben ja da ein bisschen leichter, beispielsweise. Das Wort Mindfulness könnte man direkt nicht ins Deutsche übertragen, meines Wissens. Ja. Aber ich bin zumindest in der deutschen Sprache schon sehr zufrieden mit dem Wort Präsenz. Weil das Wort Präsenz keine Zuspitzung hat und es ist verhältnismäßig kulturgeschichtlich, wenn man das so benutzt, es ist frei von wertendem Kontext. Während Achtsamkeit schon klingt so als Aufforderung. Mhm. Und das Wort Präsenz ist eher adjektivisch als substantivisch. Also obwohl es ein Substantiv ist, im Wort selber Präsenz, die Präsenz, aber es ist, man kann sich nicht wirklich was darunter vorstellen, was gut ist, aber man spürt, wenn sie nicht da ist. Und ich habe eine Frage, was du auch gesagt hast. Du hast auch gesagt, zum Beispiel, vielleicht verwechsle ich das wieder, aber ich wollte nachfragen, weil du gesagt hast, okay, zum Beispiel je nachdem, in welchen Art du Meditation praktizierst, erfährst du unterschiedliche, also erreichst du was anders, weil du eben einen anderen Startpunkt hast, also Idee, also jetzt zum Beispiel, wenn ich
Christen bin und meditiere, möchte ich eher näher an Gott kommen. Und dann, wenn ich im Buddhismus meditiere, dann ist es das für die Verwirklichung und so weiter. Aber diese Präsenz bekommt jeder, oder? Egal, ob du Christen, Buddhist bist oder... Naja, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil die Kontexte der jeweiligen Weltanschauungsgruppierungen unterschiedlich sind. Und es sieht so aus, als würden die was anderes erwarten, verlangen und auch anbieten. Also, nehmen wir mal etwas sehr vereinfacht gesagt, nehmen wir mal etwas klassisch-christliches und etwas klassisch, sage ich jetzt mal so, Theravada-orthodox-buddhistisch. Damit man den Unterschied vielleicht ein bisschen sehen kann. Wenn sich jemand als Christ versteht, also ich sage jetzt mal katholischer Christ, um es mal noch konkreter zu machen, weil das Christentum ist zu weit gefasst, Buddhismus ist auch zu weit, aber wenn sich jemand als katholischer Christ versteht, dann versteht er sich erstens als ein Mensch. Das heißt, als ein getrennt lebendes Subjekt, ausgestattet beispielsweise mit freiem Willen. Und dieser Mensch meditiert, wenn man ihm heute sagt, innerhalb des christlich-katholischen, er möge meditieren, dann kann er beispielsweise seine Aufmerksamkeit auf die Gestalt Jesu Christi ausrichten. Das heißt, er kann sich diesen Jesus Christus vorstellen, beispielsweise als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen. Aber auf jeden Fall, er wird beispielsweise gebeten, sich auf die Gestalt Christi als eine außergewöhnliche Person zu zentrieren, dessen Handlung und Haltung ihn aus seinem sündhaften So-Sein, aus dem ich nicht herauskommen kann durch mich selber, also diese Ausrichtung hilft mir, da rauszukommen, allein schon mal durch die Nähe zu ihm. Das heißt, dass sich vergegenwärtigen, das Vorstellende sich vergegenwärtigen der Gestalt Christi, der ich in der Vorstellung, in der Haltung des Glaubens begegne, das ist nicht voneinander zu trennen, kann mir das Gefühl vermitteln, durch seine Nähe und meine Nähe zu ihm entferne ich mich von meiner, wie auch immer, sündhaften Existenz und komme der versprochenen Erlösung nahe. Das wäre eine Form von christlicher Meditation. Also christlich-katholische Meditation. So, aber wie gesagt, diese Meditation setzt voraus, dass es ein Ich gibt, fix, fähig, also freie Wille, und dass dieses Ich durch die Nähe sich aus einer bestimmten Art von Schuld und Konditionierungen befreien kann. Nehmen wir mal jetzt den Buddhismus, also den paar Orthodoxien des Buddhismus, so fängt die ganze Kiste schon mal damit an, dass es kein fixes Ich gibt. Auch kein fixes Selbst. Also Anatta, das berühmteste Sutra des Buddhismus. Das heißt, das Wort Meditation passt da in diesem Kontext überhaupt nicht, weil das Ich sich zu nichts nähert, weil das Ich nicht ein Fixum ist, sondern das Ergebnis des Denkens und nicht ein unabhängig vom Denken existierendes Etwas. So, damit haben wir auch keine Problematik mit Sünde und sonst irgendetwas, weil das ist uninteressant, sage ich jetzt einmal so, in der Anthropologie des orthodoxen Buddhismus zunächst einmal. Und deswegen ist da die Meditation beispielsweise das Vergessen des Benutzens des diskursiven Denkens, um eine Einsicht in die Beschaffenheit sowohl der sogenannten erscheinenden Ichs wie auch der Wirklichkeit zu bekommen. Auch kein Gott. Und wenn für beide Begriffe das Wort Meditation benutzt wird, dann haben wir ein erhebliches Problem. Versteht ihr? Weil das eine mit dem anderen an keiner Stelle zusammenhängt. Ich verstehe, dass das Ziel ist ein bisschen anders, aber meinst du als Neben... Auch die Voraussetzung. Auch die Voraussetzung, anders. Ja, danke. Ja? Aber das Nebeneffekt von beiden ist, dass man aber Präsenz bekommt, oder? Egal, warum? Was du... Wir müssen uns jetzt die Mühe machen, das Wort Präsenz ein bisschen länger zu bestimmen. Und da kriegen wir schon unsere Mühe. Ja. Wenn das Wort Präsenz beispielsweise in bestimmten buddhistischen Schulen bedeutet, also wir entfernen uns denkerisch nicht von der Verkörperung des jetzigen Ereignisses, dann ist diese Haltung
uninteressant fürs Christentum. Weil das Christentum, also vor allem das katholische oder protestantische, nahezu eine Erwartungslehre ist, eschatologisch, also aufs Jenseits ausgerichtet, auf das, was erst kommt. Versteht ihr? Das heißt, meine jetzige Präsenz ist zwar nett, aber die ist überhaupt nicht das Ziel oder das Gewünschte, weil es um bestimmte Haltung und Handlung von mir jetzt geht, damit ich mir das künftige Heil sichere. Dieses aber existiert in bestimmten buddhistischen Schulen, beispielsweise allen voran das Chan, überhaupt nicht, weil es nur Gegenwart gibt. Deswegen ist die Präsenz beispielsweise in diesen Schulen gleich mit Gegenwart und gleich jetzt und nur jetzt, während meine Präsenz beispielsweise in gewisser monotheistischer Art des Meditierens nur die Bereitschaft jetzt ist, etwas zu tun, damit ich künftig noch mehr davon bekomme oder von mir aus jenseits des Grabes dann doch an einer Herrlichkeit teilnehme, was mir ja versprochen wird im Sinne der Auferstehung. Also wir haben gänzlich andere Worte von Präsenz. Also ich sehe persönlich darin überhaupt nicht die Möglichkeit, ohne weiteres, also jetzt, wenn man das Mainstream nimmt, die Sachen miteinander in eine Ähnlichkeit zu bringen. Ganz was anderes ist, wenn wir dann beispielsweise die Theologie und die sogenannte Mystik von einem Herrn wie Meister Eckhart nehmen und dann kommen wir, sage ich jetzt einmal, der Sache etwas näher, also es gibt eine Ähnlichkeit, aber damit ist er nicht mehr im Club des klassischen Christlichen, also institutionellen Christlichen, weil er eine völlig andere Verständnis von Jesus und Gott hat. Überhaupt völlig anders. Also man hat ihn deswegen rausgeschmissen. Also versteht ihr, das heißt, das ist nicht ohne, wie man das sich denkt. Und von daher ist das und auch vorstellend und auch ganz vom ganzen Wesen her sich auf eine sogenannte Übung einlässt. Und um das Sache noch ein bisschen verrückter zu machen, wenn ich jetzt beispielsweise der Mitglied bin einer gibt es auch einen ganzen Fächer an Linien, aber trotzdem, wenn ich eher meine Tendenz zu einem, sag ich jetzt mal, tibetischen Buddhismus habe, der ja 1200 Jahre nach dem historischen Buddha entsteht, durch die Vermischung bestimmter Mahayana-Schulen mit vielen schamanischen Religionen des hohen Tibets, dann wiederum habe ich als Voraussetzung den Glauben an ein unsterbliches Selbst in mir, dass ich hier trainiere, damit ich nach dem Tod die Bardo-Umstände einigermaßen bewusst erlebe und damit Einfluss nehme auf die mögliche Wiedergeburt oder vielleicht doch gar keine mehr. Versteht ihr? Das heißt, diese Meditation dort hat noch einen gänzlich anderen Kontext. Auch entgegen dem Hauptkontext von Nagarjuna oder von dem sogenannten historischen Shakyamuni, dass es kein fixes Selbst gibt, behaupten ja viele der tibetischen Schulen mal wieder, dass es doch so einen gäbe. Und viele ihrer Sukzessionen beruhen ja darauf, dass es doch so etwas gibt. Und so weiter und so fort. Also ihr könnt sehen, ich will da nicht sagen, dass es richtig oder falsch ist. Ich will nur sagen, das ist völlig unterschiedlich und zum Teil völlig widersprüchlich. Und alle würden aus unserer heutigen Sicht, zumindest wir hier in Deutschland, mit dem Wort "wir meditieren" einigermaßen zurechtkommen. Das muss man zumindest wissen, dass wir uns da in völlig unterschiedliche Weltanschauungsgruppierungen begeben. Völlig unterschiedliche und zum Teil sich widersprechende. Wenn jetzt ein Mensch Interesse hätte, weil er ganz viel von Meditation gehört hat und gerne sich damit auseinandersetzen will. Wenn es praktisch so ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gibt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, was wäre eine gute Herangehensweise, um sich dem Thema zu nähern, wenn man jetzt nicht Theologie studieren möchte? Also ich glaube, dass ein wichtiges Ausgangsthema ist, die genauere Auseinandersetzung mit sich selber. Das heißt, jeder von uns muss sich die Frage stellen, was will ich, was brauche ich, was fehlt mir? Was ist meine hauptexistenzielle Frage jetzt? Dessen müssen wir uns bewusst sein.
Weil ich sage es mal, wenn wir das nicht klären vorab, dann ist das ungefähr so, als würdest du einkaufen gehen, ohne zu klären, ob du Hunger hast, Durst hast, Schuhe brauchst oder was zum Anziehen. Dann gehst du raus in den Supermarkt und du findest viele Sachen irgendwie toll. Du kannst dir sonst was kaufen, kommst nach Hause, sagst, naja gut, die Schuhe sind gar nicht so schlecht, aber irgendwas ist es nicht. Weil du nicht überprüfst, ob du Durst hattest oder nicht. Verstehst du? Das heißt, die Schuhe sind zwar nicht falsch, aber es wäre gut zu wissen, was ist deine Lebensfrage jetzt, um den nächsten Schritt besser in Augenschein zu nehmen. Also auf jeden Fall frage ich mich da, dass ich kenne sehr viele Leute, die irgendwie eben um sich selbst zu finden, solch ein Meditationsretreat machen. Und wahrscheinlich ist bei dir auch sehr oft, also ist dir sehr oft eingefallen, dass Menschen da sind, weil sie sich selbst suchen und eben die können nicht wirklich wissen, was die jetzt, ob die Schuhe brauchen oder Durst haben oder Hunger haben. Eben weil die eben diesen Tools brauchen, um sich selbst wiederzufinden, dann um eben sich zu verstehen. Also Na gut, aber dann ist zum Beispiel, deswegen haben wir, bevor man einen Retreat machen kann, einen sogenannten Einführungskurs. Das heißt, ich würde vielen Menschen empfehlen, auch dann, bevor sie sich einer Praxis anvertrauen, dass sie möglichst sachlich kompetenten Einführungskurs machen. Ich sage euch jetzt vielleicht eine sehr überraschende Idee. Wenn ich sage jetzt mal, von 100% Personen, die an einem Einführungskurs teilnehmen, was meint ihr, wie viel Prozent machen weiter, wenn ich das Zen zum Beispiel nehme? Ich würde sagen 10%. Hast du auch? Ne, ich hätte 10 bis 20 gesagt. Ja, ich hätte auch so Ja, 10. 1,5 bis 2,5%. Wow. Das heißt, mehr als 97% dieser Personen kommen nie wieder. Hast du die abgefragt, warum? Das würde ich mich Naja, interessieren. die kommen nie Ach so, wieder. ja, aber könntest du, stimmt, hast du recht, aber könntest du vielleicht, vermutest du, woran es liegt? Gab es ein Feedback Ja, oder? natürlich. Also es ist für viele ist es eine Konfrontation mit, sie haben sich unter Meditation völlig was anderes vorgestellt. Als beispielsweise das Zen es einem serviert. Völlig was anderes. Also ich sage es jetzt mal nochmal, jetzt auf das Zen bezogen beispielsweise, weil ich da viel besser zu Hause bin. Es gibt heute kein Wellness-Einrichtung, wo nicht irgendeine Buddha-Statue hocken würde. So dass man meint, das hat alles was mit Entspannung und Stressfreiheit zu tun und das sogenannte Erwachen, das ist so der dritte Aufguss da drin oder sowas. Versteht ihr, das ist so eine Irreführung von der Ikonografie, dass es tragisch ist. Wir haben das völlig in so eine Art von Entspannung und Wohltun-Geschichte reingesteckt, die ein gänzlicher Nebeneffekt bestimmter Einsichten und zum Teil knallharter Übungen ist und nicht das Ziel an sich überhaupt. Und deswegen gibt es Wahnsinnsmissverständnisse zwischen dem, wie das Mainstream auf den Straßen, also ich sage jetzt mal fast auf den Straßen, die Meditation vorstellt und wie sie dann wirklich ist. Und es ist für viele Leute so ein Frontalzusammenstoß mit der Wirklichkeit dessen, was dann das wirklich ist und was das von einem fordert, dass viele zunächst einmal völlig baff sind oder überfordert oder wie auch immer. Und daran könnt ihr auch sehen, dass die Tatsache zu sagen, ja, Meditation ist heute in, das stimmt nicht. Das Wort ist einigermaßen im Umlauf. Aber nicht die Meditation im Sinne von, wenn man dann runterbeten würde auf konkrete Praktiken. Versteht ihr, das sind ganze Lebenseinstellungen und Lebenshaltungen, die sehr viel Widmung benötigen, also auch persönliche Zeit und so weiter und so fort. Und viele von uns sind überhaupt nicht bereit, etwas zu tun. Wir möchten zwar, dass es irgendwie angenehmer und schön und netter wird, aber der Weg dahin, beziehungsweise die Erkenntnisse und Übungen dahin, die möchte man am liebsten umgehen. Und die sind nicht kein Zuckerschlecken, auch wenn sie sehr einfach zu beschreiben sind. Als du irgendwann mal noch kein Zen-Meister warst und angefangen hast zu meditieren oder dich mit den Themen auseinandergesetzt hast, hast du dich wahrscheinlich auch an irgendeinem Punkt mit verschiedenen Herangehensweisen auseinandergesetzt und dann irgendwann dich entschieden für die Richtung, also für den Zen. Erinnerst du dich noch,
was deine Gedankengänge damals waren oder weshalb du dich für den Weg dann entschieden hast gegenüber einem anderen? Na gut, ich habe zunächst einmal sehr stark im christlichen Bereich gefischt. Und ich habe sehr viele meine Ferien im Gymnasium, fast alle meine Ferien im Gymnasium habe ich in Klöstern verbracht, unterschiedliche Ausrichtung, weil mich die Frage, also ich bin ein bisschen christlich groß geworden in diesem Umfeld und ich hatte den Eindruck immer, da muss es auch eine Antwort geben. Nur verschiedene, die ich gefunden habe, haben mich einfach nicht befriedigt, ohne dass ich wissen konnte, warum. Es hat mich einfach nicht befriedigt. Und ich verbrachte Ferien in verschiedenen Klöstern, verschiedener Stränge, sage ich jetzt einmal. Aber es war es nicht. Und die erste große Entdeckung war Meister Eckhart für mich. Also die Lektüre, die Predigten von Meister Eckhart, das war wirklich wie eine Art von endlich, das ist es, genau so. Dann aber brauchte ich noch eine gewisse Zeit, um rauszufinden, wie kann ich das nochmal, was hat das denn mit meinem Alltag zu tun und wie? Und Da kam mir per Zufall erst das Zen. Und dabei bin ich geblieben. Aber ich muss mal eher sagen, das Zen kam, oder ich bin beim Zen geblieben, eher aus Verzweiflung innerhalb des Christlichen. Also ich bin jetzt kein Fan, großer Fan des Ostens, im Sinne, dass das mich immer fasziniert oder so etwas. Nein, nein. Ich wäre schon gerne hier geblieben, auch mit bestimmten Inhalten. Und bin auch weiterhin beispielsweise anhand von Meister Eckhart oder auch von bestimmten Zen-Verständnis, das nicht mehr konfessionell ganz jetzt irgendwie östlich gebunden ist. Nichtsdestoweniger, jetzt, heute, gehöre ich zu der Gruppe von Menschen, die glauben auch, dass die Begegnung zwischen Ost und West, also auch zwischen bestimmter spiritueller Kulturen des Ostens und des Westens, für beide Seiten sehr viele Vorteile hat. Und es ist interessant, von Zen auf das Christentum zu gucken und umgekehrt. Beispielsweise, wenn man vom Zen auf das Christentum guckt, entdeckt man gewisse Schriften und gewisse Traditionen, genannt Mystik zum Beispiel, die man vorher, auch in Kontexten, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Und das führte auch, oder führt bis heute zu einer fast Renaissance. Der christlichen Mystik innerhalb unserer Kultur ist kein großes Ding, aber immerhin. Ihr findet heute fast jedes größere Kloster bietet Meditationskurse an. Kontemplationskurse an, zuweilen auch Zen, wenn die Bischöfe es dann vor Ort erlauben. Aber das war vor 30 Jahren überhaupt nicht der Fall. Das Wort Meditation, das war ja so ein bisschen eher bestimmte Form der Frömmigkeit. Aber auch gegenstandsfreie Meditation, Kontemplation innerhalb des Christlichen und so weiter und auch erneute Auseinandersetzung mit der Spiritualität bekam durch die Begegnung Ost-West ganz, ganz, ganz neue Impulse und die finden die ganze Zeit immer noch statt. Das ist ein Bereich, der noch nicht, sag ich es mal, trockengelegt ist, also nicht mal ansatzweise. Und so bin ich auch wie mein Lehrer Williges Jäger, der noch viel stärker im Christlichen verankert war und auch im Christlichen am Ende geblieben ist. Ich bin nicht selber im Christ, also im institutionell Gläubigen, ich bin weder Priester, Mönch noch sonst irgendwer, auch nicht Mitglied der Kirche. Aber es interessiert mich sehr und ich bin doch der Kultur sehr nahe. Und wie gesagt, anhand von Meister Eckhart Tolle und einigen anderen Persönlichkeiten sehe ich durchaus die Möglichkeiten, auch das Christliche ganz anders zu sehen, interpretieren und dann da drin bestimmte Meditationsübungen zu verankern, wie das, sag ich mal, das institutionelle Mainstream es normalerweise betrachtet. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass es sehr viele verschiedene Praktiken gibt, die sich Meditation nennen. Und wie kann man sich dann so eine Zen-Praxis oder vielleicht gerade deine Praxis vorstellen? Na gut, die Zen-Praxis ist, also wie gesagt, von rein außen einfach, denn Zen ist Gegenwart und Gegenwart ist. Das heißt, es ist Zen verkörpert den Einblick in die Wirklichkeit als Gegenwart. Wenn die Wirklichkeit Gegenwart ist, dann braucht man sie auch nicht wirklich üben, weil sie schon ist. Während das Wort üben meistens so gebraucht wird, dass wir was nicht können, dann üben wir und irgendwann mal können wir es. Würden wir das Wort des Übens linear, also zeitlich, auf die Gegenwart verwenden, dann wäre Gegenwart in der Zukunft. Versteht ihr denn? Dann müsste ich sie erst üben und dann könnte ich sie. Aber das ist keine Gegenwart. Das heißt, wenn die Einsicht in die Beschaffenheit der Wirklichkeit darin besteht, dass sie Gegenwart ist,
dann ist das Sasen, also die Übung, nicht wirklich Übung um zu, sondern es ist die Verkörperung der Gegenwart. Aber auch diese findet schon immer statt. Du musst sie nicht machen. Das ist ja kein Willensentschluss. Deswegen ist das Sasen ganz interessant. Das Sasen ist nicht machen, tun, erreichen, sondern entdecken von ist. Und das ist Tür und Tor für diese Übung. Das heißt, die ganze Übung besteht im absoluten Einssein mit dem, was gerade geschieht. Das heißt, du entfernst dich nicht davon gedanklich oder emotionell, sondern du sitzt während des Sitzens und du atmest, während du atmest. Und das ist Sinn. Das ist, klingt sehr einfach, ist aber meines Erachtens bis jetzt eine der schwierigeren Übungen, die wir haben. Und da, in diesem Kontext vielleicht, weil da haben wir, um den Kreis zu schließen für die erste Frage heute, da seht ihr, dass die persönliche Haltung der Gegenwart nennt sich dann Präsenz. Eben nicht so verstandene Achtsamkeit, weil es ist nicht ich achte auf etwas, Entzweiung, sondern verkörperte Gegenwart als Präsenz. Und da sind wir ein bisschen geschmacklich anders drauf. Und wenn zum Beispiel frage ich mich, was ist denn das Endpunkt in Zen-Praxis? Es gibt keinen, weder Endpunkt noch sonst irgendetwas, weil damit werden wir wieder in der Schiene auf irgendetwas hin. Es gibt keinen Endpunkt, es ist immer nur jetzt. Okay, und dann was passiert, wenn man stirbt? Also gibt es... Ich weiß es nicht. Eine Philosophie? Es gibt auch keine Spekulation. Okay. Auch bei Shakya, bei dem historischen Buddha, hat er nie die Frage nach dem beantwortet, was nach dem Tod passiert. Mhm. Es gibt keine Spekulation. Das ist spannend. Gibt es eine sehr, also hinter Zen gibt es so ein großes Philosophie auch? Nee? Es ist wirklich... Nein. Okay. Also spannend. Nein, gibt es nicht. Im Unterschied zu vielen anderen Weltanschauungsgesellschaften oder Communities ist das im Zen nicht der Fall. Zen ist auch keine Philosophie in dem Sinne, weil es keine Erklärungen liefert. Ja, okay. Es bringt dich in eine Unmittelbarkeit, aber es erklärt nicht diese Unmittelbarkeit. Und es zieht auch keine Schlüsse aus ihr für später oder für sonst was. Ja, okay. Wow. Aber würde die Übung, also so, wir hatten an einem Punkt hast du den Theravada-Buddhismus gegenübergestellt zu dem katholisch-christlichen, der katholisch-christlichen Meditation. Also als Beispiel, wenn man sich Jesus vorstellt und dann sich mit ihm praktisch verbindet, mit dem Ziel, dann in Zukunft erlöst zu werden. Aber wäre dann praktisch die Übung des Zen, in der Gegenwart zu sein und nur bei dem zu sein, praktisch eine sinnvolle Übung, die dem katholischen Christen bei seiner Meditation helfen würde, damit er praktisch unabgelenkter sich auf Jesus einstellen kann, ihn sich besser vorstellen kann? Insofern nicht, weil die Präsenz ein Nichtdenken voraussetzt. Okay, und das würde dann praktisch was erschaffen, wenn ich dann, ja, okay. Naja, und du müsstest dir wieder Jesus denken, du musst ihn dir ja vorstellen. Ja, ja, okay. Naja, dass das eine passt mit dem anderen so nicht, auf diesem Level nicht. Ja. Und die Tipps von Meister Eckhart zum Beispiel, die sind ganz anders, aber die sind nicht katholisch. Also der sagt, du sollst nicht wollen, nicht denken und nicht sein. So, das kommt dem Zen schon näher, aber da kriegst du die Verbindung zu irgendeinem jenseitigen Gott oder sonst was nicht immer hin. Ja. Zumindest nicht so. Und das sind sehr wichtige und sehr große Unterschiede. Die christliche, also bestimmte christliche Mystik könnte man durchaus in die Nähe von buddhistischen Meditationsübungen setzen, aber nur bestimmte Mystiker, das normale katholische oder protestantische Mainstream überhaupt nicht. Die sind andere Wege gegangen. Wo findet man sowas? Was? Die Mystik, also die christliche Mystik, steht das in der Bibel? Ja, nein, es ist immer, das ist die Interpretation des Ganzen. Meister Eckhart hat eine Theologie entworfen, Johannes von Kreuz oder Tauler und so weiter. Weißt du, die Bibel ist selber schon eine Interpretation. Ja. Die Bibel ist ja doch keine Biografie, sondern keiner von den Leuten, die über Jesus geschrieben haben, haben ihn jemals gesehen, auch nur physisch. Also, das ist ja eh und je, das sind verschiedenste Narrationen
zusammengebracht, die miteinander zum Teil auch widersprüchlich sind. Also das ist sehr komplex, weil nehmt nur mal das sogenannte Evangelium, von, also die Evangelien über Jesus, und dann hast du in den Evangelien zwei sehr große Stränge, also Narrationsstränge, die sich widersprechen. Der eine Strang ist der Strang, das Reich Gottes ist unter euch, also diese Basileia tou theou als Fachausdruck, das Reich Gottes ist unter euch. Ich und Vater sind eins. Der König lädt die Leute zum Festmahl jetzt ein und die sagen, ja, ein später vielleicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Und als er so redet, beschließen die Juden, ihn zu töten, weil er denen zu gefährlich wird. Weil man für die Unmittelbarkeit keine Vermittlung braucht. Und die christlichen Beamten bis heute leben durch die Vermittlung. Du brauchst den Makler nicht, wenn du direkt mit dem Besitzer verhandelst. So, und dann hast du den zweiten Strang. Ich sterbe für euch und das Reich Gottes im Jenseits und so weiter und so fort. Die beiden Stränge passen nicht zueinander. Die institutionellen Geschichten drehen sich um den Strang des Todes, indem man den, sag ich jetzt mal, seine politisch-gesellschaftliche Ermordung dann hochstilisiert zu einer eschatologischen und sündenerlösenden Tatsache. Und die Mystik, also viele der Mystiker, sind dem ersten Strang treu geblieben. Wurden nahezu alle bis ins heutige Jahrhundert von der Kirche verboten. Völlig andere Interpretationsform. Der Buddhismus hat sich ein bisschen leichter getan, weil er zum Teil bis heute nicht institutionalisiert ist. Es gibt einfach nur Lehre und das geht weiter von Lehrer auf Schüler, also Nachfolger, aber es hat keine machtpolitische Institution. Es verwaltet auch nicht eine Offenbarung eines Gottes, sondern es ist ein empirisches Gucken, wie es ist. Deswegen wird auch zu Recht, meiner Meinung nach, auch bezweifelt, ob viele buddhistische Schulen überhaupt Religionen seien. Weil die Kriterien für eine Religion da nicht erfüllt werden. Und deswegen ist der Vergleich auch, bestimmte buddhistische Schulen oder das katholische oder protestantische oder orthodoxe von mir aus, erhinkt von vornherein, weil die gar nicht beanspruchen, irgendwas Jenseitiges oder sonst irgendetwas da im Kontakt zu sein oder sowas. Also das sind ganz große Unterschiede. Das Indische nochmal ganz beiseite, weil es ähnelt mehr dem Westlichen als dem Buddhistischen. Du hast dich sehr viel auf theoretischer Ebene damit auch auseinandergesetzt, sowohl auf theoretischer als auch praktischer. Es ist für Menschen mit praktisch weniger Hintergrund in der Theologie und so weiter, glaube ich, nicht so einfach alles zu verstehen. Muss man auch nicht. Man muss es nicht tun. Genau. Die Frage wäre, du arbeitest ja viel mit verschiedenen Menschen zusammen, hattest du ja auch schon erwähnt, zum Beispiel mit Paaren, mit Einzelpersonen. Also verbindest dich viel mit Menschen und bringst es ihnen näher. Und dort wahrscheinlich leichter verständlich als weniger philosophisch. Wenn du versuchst, das zu verdeutlichen, wie man sich das genau vorstellen kann, wenn man jetzt praktisch Zen praktiziert, wie vermittelst du sowas? Also wie sieht zum Beispiel so ein Einführungskurs aus? Na gut, es gibt sehr viel Einführung erstmal ins Praktische, auch ins das Sitzen, in das Verkörpern. Und dann gibt es zwei, drei Vorträge, noch ein bisschen Kulturgeschichte der Zen und ein bisschen Vortrag zum Alltag. Aber sonst, also in Proportion 1:10, eine Stunde Gerede und der Rest Praxis des stillen Sitzens. Okay, das heißt, so ein Einführungskurs, da geht es vor allem um Machen. Also man sitzt und... Na, was heißt hier machen? Also sagen wir jetzt mal, tun musst du gar nichts und das ist das Problem. Also du machst einfach die ganze Zeit nichts, was ja die Leute zum Wahnsinn treibt. Ja, okay. Ist es das der moderne Mensch nur? Meinst du, es hat einfach uns die Gesellschaft so modelliert, dass wir jetzt eben einfach nicht beim Atmen sein können und wirklich... Ich weiß nicht, weißt du, das ist immer, wir schieben alles immer so diese moderne und die schlimme Gesellschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man vor 500 Jahren so nichts anderes machte als meditierte oder sowas. Glaube ich überhaupt nicht. Die Leute waren damals von morgens bis abends beschäftigt, einigermaßen was zu essen zu beschaffen.
Und die hatten für solche Sachen überhaupt gar kein Zeit, schon mal alleine so gesehen. Also ich denke jetzt mal, noch nie hatten wir vermutlich so viel Zeit und auch so viele Möglichkeiten, Fragen nachzugehen, die nicht unmittelbar mit Essen zu tun haben. Nee, Das es stimmt. ist, verstehst du, wir hatten noch nie so viel Zeit, auch so global gesehen, wie viele Leute sich damit beschäftigen können, und zwar über längere Zeit. Da musste jemals damals schon sich ein bisschen damit beschäftigen, ja, aber dann wurde er Mönch und zwar aus materiellen Gründen schon alleine. Es war ja nicht so, dass der Bauer Papa oder die Bauer Mama dann erstmal hier ein bisschen meditierten und dies und jenes und so weiter. Es gab, die mussten schuften von morgens bis abends. Zweitens konnten sie kaum lesen. Reisen durften sie sowieso nicht und konnten nicht und durften nicht. Das war ja. Wir haben ja wunderbare Zeiten. Du hast ja zum ersten Mal fast jetzt in der ganzen sogenannten westlichen Welt, in jeder größeren Stadt, den Zugang zu fast allen größeren Weltanschauungs-Communities der Welt. Und zwar häufig auf einem guten Niveau. Das war noch nie in dieser Größenordnung so der Fall. Du kannst in einem Berlin oder München oder Hamburg wählen, ob du zu denen, zu denen, zu denen, zu denen, zu denen. Und zwar jetzt nicht nur zu den Buddhisten, sondern hast du auch noch mal 20 verschiedene. Verstehen? Das heißt, wir haben plötzlich die Qual der Wahl. Wir stehen in einer Vielfalt und das heißt, das ist anders problematisch als vorher. Das ist ein guter Punkt. Würdest du dann, also weil das klingt ja sehr optimistisch, blickst du positiv in die Zukunft? Ja, klar. Ja? Auf jeden Fall. Das Leben wird immer weitergehen. Das Leben ja, der Mensch nicht unbedingt. Oh, ja, gut, aber das ist jetzt ja auch nicht so. Ich meine, ob wir das Tollste sind, sei dahingestellt. Also es gab uns paar Millionen Jahre nicht, dann gibt es ein paar Erscheinungen, die so ein Bewusstsein haben und die nennen sich Menschen. Aber ob es uns in 10, 20, 30, 50.000 oder 100.000 Jahren noch so geben wird und auch muss, sei sehr dahingestellt. Das heißt, du siehst positiv für das Leben selbst in die Zukunft, aber nicht unbedingt für den Menschen. Ich weiß nicht, was positiv sei. Also vielleicht ist es vorgesehen, weißt du, dass wir einfach auch nur Vorübergehende sind. Ja. Wir wissen doch nicht, wohin das Ganze geht. Ja. Wir wissen nur, woher und wir wissen auch nicht, wohin. Und wir sollten uns nicht einbilden, dass das alles wegen uns passiert. Also das glaube ich, das glaube ich irgendwie nicht. Ja. Sehr guter Punkt. Verstehst du, wir sind ziemlich unbedeutend, auch wenn wir so tun, als mein Gott und der Mensch und soll im Mittelpunkt stehen und so weiter und so fort. Das Leben steht im Mittelpunkt, für mich. Das ganze Leben und nicht wir. Warum soll ich denn wichtiger sein als eine Schildkröte? Ja. Verstehst du, auf Grundlage welches Vergleiches muss ich mir das zuordnen, dass ich mein Leben rette und nicht von mir aus das eine andere Form von Lebewesen bin? Versteht ihr? Ja. Die Werte, die wir dafür haben, sind vereinbart, aber die favorisieren nur uns. Absolut, tatsächlich. Und die drehen sich nur im Kreis der Tautologie um uns selber, aber sie haben keine andere Begründung außer von uns, weil wir nicht in der Lage sind, eine solche zu finden. Von daher bin ich nicht der Meinung, dass der Anthropozentrismus und so toll ist oder dass er jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Also es ist durchaus vorstellbar, dass das Leben ganz anders sich entwickeln wird. Und wie wir wissen, es gibt ja mittlerweile, man findet selbst in Kernreaktoren, in den Brennstäben Bakterien, die das Ganze sehr gut überleben. Das Leben ist verrückt. Das Leben ist völlig verrückt. Es ist ja. Ich habe eine Frage, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich dachte, oh mein Gott, haben wir noch ein bisschen Zeit, um dir das zu stellen, oder? Aber wie definiert man einen Meister? Ab wann ist man ein Meister? Man definiert das nicht so sehr. Das ist immer, in der Zen-Tradition hat sich sowas herausgestellt, ein bisschen, dass jemand, der eine bestimmte Einsicht hatte, kann bei einer anderen Person diese auch finden und dann kann er sie auch bitten, das weiterzugeben. Und das ist die ganze Institutionalisierung. Aber es bleibt sehr persönlich. Es geht von Person zu Person. Das ist nicht, man kann nicht studieren, lernen und dann habe ich irgendwie, sondern eine bestimmte Art von Einsicht oder sonst was wird von einem anderen diagnostiziert. Aber es bleibt persönlich und dafür auch nicht wirklich verifizierbar, wie wir es gewohnt sind. Es wird auch nicht institutionalisiert in dem Sinne. Von daher, man muss sich darauf nichts Besonderes auch einbilden, weil es jetzt nicht, da ist ein bisschen mehr nebliger so Nimbus drumherum als wirklich. Es ist immer nur die Tatsache,
des Wissens, das man überhaupt nicht weiß. Ja. Aber man weiß es. Ich frage mich, ob du auch bei deinem Praxis, ob du wirklich so Einsichten bekommen hast für die Welt, die dir früher nicht klar waren. In bestimmten Sinne schon, aber es sind nicht Einsichten im Sinne von Verstehen, sondern das ist eher ein sich einlassen auf ein unendliches, offenes Geheimnis des Lebens. Und das ist riesig. Das ist ein wirklich offenes Geheimnis dessen, wie sich das Ganze ereignet, indem es auch wahrnehmbar nichts gibt, was wirklich fix ist. Aber wir verstehen nicht, warum, wieso und so weiter. Aber wir können das mal vielleicht in größerer Fülle oder Offenheit zulassen und erleben, als immer in dieser normalen, linearen, denkerischen Weise, ich brauche, ich mache, ich tue. Was wäre in der Tradition der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens in der Tradition, nochmal, was ist Genau, in der was Tradition? würde man im Zen als den Sinn des Lebens betrachten? Das Leben selber. Das Erleben des Lebens selber. Das Erleben des Lebens. Das macht auch das Wort Sinn. Das Wort Sinn ist der sinnliche Vollzug des Lebens. Es kommt ja von sinnlich und nicht von Erklärung. Sonst hieß es ja Erklärung des Lebens. Du fragst ja nach dem Sinn. Ja. Ja. Und das ist der sinnliche Vollzug des Lebens. Sei dabei. Du vollziehst das Leben, während es sich vollzieht. Sehr gute Antwort. Ja, das ist wirklich sehr gut beantwortet, ja. Ja, ich glaube, das wäre auch ein schöner Abschluss des Gesprächs. Außer du wolltest Genau, was teilen. außer du hättest noch abschließende Worte, die du noch gerne loswerden möchtest. Macht euch bitte nicht verrückt. Sucht nicht, sondern entdeckt. Das ist viel schöner. Ah, schön. Ja. Yeah. Vielen lieben Dank. Danke dir. Danke für deine Zeit. Danke euch. Ja, danke Alex, schön. danke. Ciao. 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 Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.